Vegan for Fit, Tag 24. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Juhu, es ist nochmal Sommer in Hamburg. Heute strahlte die Sonne, es war heiß und ich konnte den ganzen Vormittag auf der Dachterrasse meines Fitnessstudios verbringen. Natürlich nach einem schweißtreibenden Workout und hinterher habe ich mich belohnt mit einem Proteinshake vom Goodies Hamburg, bio, vegan, kräftigend, sättigend, mein Frühstück. Weiter ging es auch sehr schön, denn ich habe heute den zweiten Teil der Burger, die ich gestern schon vorbereitet habe, gegessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Dinkelbrötchen wirklich nach wie vor sehr reichhaltig sind, dass ich davon echt nur eins schaffe. Doch so ein Skinny Burger, das ist glaube ich der offizielle Begriff für Burger ohne Burgerbrötchen, die gehen danach nochmal als zweite Beilage sozusagen. Also die restlichen zwei kleinen Patties habe ich dann noch mit ein bisschen Salat gegessen. Es war sehr lecker, ich bin nach wie vor begeistert, gerade auch von dem Chili Ketchup. Und als kleinen Nachtisch habe ich dann noch einmal gebacken, beziehungsweise kalt gebacken. Und zwar, hier seht ihr es schon, diese Pralinen. Heute waren es die Haselchock-Pralinen. Und ich muss zugeben, dass ich die herkömmliche Variante, also den großen Bruder, der ja in Gold verpackt ist, immer sehr gerne gegessen habe, doch das ist ja auch schon ein relativ großer Konzern und die Alufolie drumherum brauche ich irgendwie eh nicht. Die Nuss in der Mitte brauche ich eigentlich auch nicht. Haselnüsse sind ja eigentlich auch eher allergiefördernd, doch in dieser Form mag ich sie wirklich auch echt gerne. Und so habe ich mir gedacht, probiere ich das heute mal aus, wie das schmeckt. Und ich habe es natürlich schon probiert, aber ich zeige es euch nochmal. Ich brauchte zwar relativ viel Zuckersirup, also bei mir ja Kokosblütensirup, um die Masse wirklich klebrig zu bekommen und Kügelchen rauszuformen. Im Vergleich zu diesen anderen Pralinen mit dem Erdnusscrunch letztes Mal ist das hier sehr viel saftiger, sehr viel frischer und für mich tatsächlich noch ein bisschen besser. Nicht ganz so schwer, nicht ganz so sättigend im Magen, aber wirklich sehr lecker. Süß genug, um meinen kleinen süßen Zahn zu stillen. Wenn ich jetzt den großen Bruder daneben legen würde, würde ich aber wahrscheinlich denken, was ist das denn? Denn ich vermute, dass der viel mehr Zucker enthält und vielleicht auch noch irgendwelche anderen blöden Zusatzstoffe, die wir eigentlich gar nicht haben möchten. Von daher, richtig cool und schönes Learning aus der Challenge. Ich finde es total toll, dass nach so kurzer Zeit mein Körper schon glücklich ist, wenn er nur so ein bisschen Zucker bekommt. Und natürlich unbezahlbar, wenn man es selber gemacht hat, gibt einem das auch ein ganz anderes Gefühl. Heute Abend gab es nochmal das Backofengemüse. Ich hatte einen tollen Tag, sehr viel Schönes gegessen und werde mich jetzt ins Bett verabschieden. Wünsche euch eine gute Nacht, der Gabelartist.